der letzten Episode. Gut, das Thema Stiefel hat sich geklärt. Hm? Mehl, Kartoffel. Noch eine Kartoffel, zwei Kartoffeln, Gott. 400 Möhren. Die Bergsteiger sagt, aua. Echt? Warte, mach das nochmal. Kann sie echt eine runterhauen? Das ist ja super. Eigentlich wäre die dann besser tatsächlich. Ach. Meine Güte, das ist echt also glorreich, würde ich sagen. Ja, wenn Blizzard ist, ist natürlich klar. Juhu. Und so geht's weiter. Ja, und damit herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in der Episode 6. Wir sind hungrig und es rüttelt und schüttelt und wir haben ein Abzeichen gewonnen, in Anführungsstrichen. So, aber dafür haben wir das dabei. Das ist schon mal wichtig. Warte mal. Wir hatten ja unsere Kleidung kühl gestellt. Wie rum? Verkehrt rum. So, fertig. Nee, warte mal, das muss außen, das muss auch außen. Okay, gut. Ja, das, ich sag mal, das ist okay, genau. Wir haben ein neugieriges Kaninchen, das ist jetzt begraben unter Hirsch. Und Hirsch. So, und draußen schüttelt und rüttelt es. Haben wir die schon abgelegt, echt? Die haben wir schon rausgelegt, okay. Das heißt, wir haben hier kein Holz. Gut, wo haben wir das Holz? Ach so, hallo Streichhölzer. Gut. habe ich Holz dabei? Wahrscheinlich nicht. Naja, das wird nicht reichen. Aber wir können zumindest schon mal starten. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Beziehungsweise doch eigentlich schon. Hast du eine Fackel? Wo ist eigentlich das ganze Stuff von? Ach so, das liegt hier im Rucksack, oder? Kann das sein? Gib mir mal eine Fackel. Irgendeine und ja, das können wir mal abkochen. Und nicht trinken. Ja, da gibt es so einen Spezialisten, der macht das gerne. Okay. Dann Fackel her und was nehmen wir? Wir nehmen natürlich Papier, das ist klar. Ja. Macht den Feuerstahl, haben wir auch gefunden inzwischen. Hervorragend. Holzkohle, ja, warum eigentlich nicht? Damit könnte. Ja, ach, super, wir haben ein Buch, hervorragend. Genau. Wie das halt so im idyllischen Tal ist. Du kommst rein, denkst, oh, wie schön. Und dann bist du ein paar Tage da und stellst fest, oh, wie scheiße. Ja, es ist, ja, der vierte Blizzard geht gerade durch. Am sechsten Tag. Das ist in der Tat nicht sehr viel. Es ist in der Tat sehr, also nicht sehr viele Tage, dafür, dass es, warte mal. Lass erstmal das olle Wasser abkochen, bevor ich das wieder aus Versehen trinke. Das muss ja nicht sein. So, und dann, ja, dann machst du hier einfach weiter. Wobei ich glaube, Wasser ist tatsächlich gar nicht mal Mangelware. So. Nee, komm, das machen wir schön mit der Hand. Ach du Schande, ist gleich so finster, echt. Also ich sehe gar nichts. Irgendwas ist fertig. Nee, ist nicht. Nö, es ist nichts fertig, okay. Okay, alles klar. Ja, dann mach das mal fertig. Damit man da, genau, das Brenner, also du kannst ja gleich weitermachen. Wir machen jetzt hier permanent parallel Wasser. Und dir sollte man vielleicht mal was zu essen geben, bevor ich das wieder vergesse. Vielleicht, oh, guck mal, so viele gelbe Sachen. Das ist ja genau die richtigen. Okay, da haben wir jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. So, dann lass uns mal, jetzt muss man natürlich jetzt alles mit dem Messer holen, das ist klar, so schnell wie möglich. Ja, was? Hält sie das Messer eine halbe Stunde in der Luft? Ach, naja. Man muss da auch nicht hingucken, wenn man das macht. Das ist natürlich klar. So, das ist fertig. Machst du mal das. Da funktioniert jetzt Enter-Taste nicht, lustigerweise, okay? Interesting. Ne, das gart noch, genau. Das ist dann durch, genau. Okay. Was sagt das da hinten? Das hat noch 12 Minuten. Das da hinten hat auch 10 Minuten, okay. Dann machen wir nur ein Kilo, genau.
Das scheint wohl jetzt so eine Tiefdruckphase zu sein, die hier durchzieht. Ah, das ist fertig. Okay, alles klar. So, dann haben wir gleich das Wasser. Okay, alles noch Sied- und Schmelzpunkt. Hervorragend. Ja, mal funktioniert das mit der Enter-Taste oder Turn-Taste. Die Enter-Taste ist es lustigerweise gar nicht. So, 8 Minuten Schmelzpunkt, das alles noch bis zum Garpunkt, Siedepunkt. Okay, was ist die kleinste Zahl? 6 Minuten, aber das ist Schmelzpunkt, okay. Dann machst du die auch erstmal. 1 Kilo. Ja, wir werden das jetzt alles abkochen. Also wir warten jetzt nicht irgendwie das ab. Ach so, was ist noch gleich das Feuer? Hm? Das wäre auch mal interessant. Ach, hier, was macht das Feuer? Hm? Backe? Ja, wow, wir haben 1 Minute gewonnen. Okay, warte. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Vielleicht schaffen wir es. Vielleicht auch nicht. Ja, Blizzard. Stöcke. Ja. Stöcke. Erstmal nur in Schwung. Hallo? Bitte reingehen, bitte reingehen. Es ist aus, oder? Ah, okay, gut. Ja, dann jetzt habe ich es ausgemacht. Okay, machst du es nochmal an. Irgendwie in die Richtung. Dann holen wir halt noch eine Fackel. Gut, dann müssen wir ja nochmal Feuer machen. Haben wir ein Buch drin? Nee, haben wir nicht. Also nicht so ein Buch. Also okay. Da ist auch noch ein bisschen Holz. Okay. Gut. Wichtig ist, wenn das Feuer ausgeht, auf gar keinen Fall irgendwas vom Herd runternehmen. Schön drauf lassen. Damit das da nicht zurückgesetzt wird, weil das passiert tatsächlich. So. Dann machen wir jetzt einen Brandbeschleuniger drauf, weil ich habe da jetzt auch keinen Bock, hier wieder rumzurätseln, ob das funktioniert oder nicht. Ja, hallo? So, machen wir erstmal 2 Stunden, das ist okay. So, dann kann das erstmal weitermachen. So, wie sieht das hier aus? Irgendwas müsste ja fertig sein. Nö, ist nicht. 10 Minuten, okay. 8 Minuten. Wie lange brauchst du hierfür? 10 Minuten. Da stehen, glaube ich, auch noch 2 Säcke, wenn mich nicht alles täuscht. So. 3 Minuten. Das ist fertig. Na komm. Das ist gleich alles fertig. Warte, da kannst du zumindest mal großes Stück. Großes Stück. So. So, die beiden sind fertig. Gut. Das ist auch fertig. Okay, da tun wir jetzt ein kleines Stück rein, dass das erstmal durchgeht. So, das ist fertig. Und das hier vorne ist auch gleich fertig. Ja, der Ofen geht noch. Lalala, so. Alles klar. Nächster Sack. Kaninchen machen wir am Schluss. Der Sack ist leer, kannst du wieder zusammenlegen. So, das ist jetzt wieder fertig. Da kommt wieder 12 Minuten Stück rein. Das braucht noch 11 Minuten. Das ist alles noch lang genug. Gut, alles klar. Dann machen wir jetzt den letzten Sack und dann sind wir damit durch. Okay. Ja, inzwischen könnte man natürlich ins Bett, aber wie schon gesagt, wir ziehen das jetzt durch. Okay. So, das Wasser ist wieder fertig. Das ebenso, da kannst du gleich mal wieder das Kleine reintun. Okay, das geht alles noch fröhlich vor sich hin. Was haben wir denn als kleinste Zeit? Wieder 10 Minuten? Okay, was kriegt man denn in 10 Minuten hin? Nee. Wir müssen ja irgendwas anfangen mit dem Messer. Ja, okay, in Darm. Gut, dann machen wir das. Ich will kein Fleisch verlieren. Ist natürlich klar. Komm. So, fertig. Fertig. So, das heißt, wir brauchen wieder ein... Nee, das ist ein kleines Stück. Großes Stück. Großes Stück. Das ist auch fertig. Gut, dann suchen wir wieder das Kleine raus. Das ist dann das Letzte. Und das ist erst Schmelzpunkt, Siedepunkt. Achso, nee, das ist gleich fertig. Genau. Dann haben wir 12 Minuten. Okay.
Hast du das Kaninchen bei dir? Nee. Okay, dann hauen wir jetzt hier das Fleisch raus und dann müssen wir halt die Haut irgendwann machen, wenn das halt passt. Gut, dann haben wir das zumindest mal. So, Wasser braucht noch, das Fleisch ist fertig. Haust du das mal drauf, dann gibst du hier wieder die Laterne, damit wir das Trocknungsmaterial rauslegen können. So, der Darm. Das Fell haben wir ja noch nicht, stimmt. Okay, in guter traditioneller Manier lagern wir das Wasser oben ein. So, wie sieht das aus? Bist verkocht. Okay, dann ist das schon wieder fertig. Oh ja, nee, das ist schon wieder zu viel, glaub mir. Okay, Feuer, 22 Minuten haben wir. Okay, das wird nicht reichen. Blizzard ist übrigens extrem hartnäckig. Aber wir haben wahrscheinlich genug Holz. Warte mal, dann hier drüben ist doch irgendwo... Ne, Metalleimer nicht, die Kiste da rum. Ja. Ne, komm, das machen wir schon mit der Hand. So. Das ist fertig. Dann kommt hier das nächste Stück rein. Und dann kommt das Stück Altholz gleich mal drauf. Dann haben wir da erstmal... Was ist los? Nee. Schlafen ist hier noch lange nicht. Okay. Ja, das vordere Fleisch, ganz einfach. Genau. Großes Stück. Oh, es braucht echt eine ganze Stunde. Was ist los? Ah, das hintere Wasser ist wieder fertig. Und dann machst du mal das Fleisch fertig. Und dann schmeißen wir hier mal das letzte Stück Fleisch rein. So, dann haben wir nämlich... Dann trimmen wir das jetzt auf eine Dreiviertelstunde. Das ist fertig. Und das ist auch fertig. Dreiviertelstunde heißt... Das ist eigentlich eine Stunde. Aber das müsste trotzdem passen. So, dann müssen wir nur noch gucken, dass das mit dem Feuer passt. Mach erstmal das Wasser fertig, damit da nichts verschütt geht. 1966. Achso, das ist der Schmelzpunkt. Mach mal. So, jetzt haben wir noch eine halbe Stunde. Echt, so genau haben wir das jetzt drauf. Das ist ja nicht schlecht. Okay, ja, das nehmen wir mal mit. Nein, du nimmst es mit. Und wir essen jetzt mal alles, was klein ist. Weiß auch nicht, warum das hier so querfeldein ist, aber hey. Okay, gut. Nochmal Licht an. Ich möchte auch sehen, wo ich hinlaufe. Genau, so. Vielleicht gibt es hier doch Aurora. Die Nacht ist ja noch ein bisschen. Kann man da wieder was die ganze Nacht geben? Ich glaube ja nicht. Ich meine, ich gebe dir jetzt nicht nur 6 Stunden, aber wahrscheinlich nur 9 oder so. Okay, Rind damit. Achso, das Kilo Kaninchen, naja gut, ist egal. Die haben alle kein Vitamin C, die Stücke Fleisch. Wie es wohl kommt. Und Blizzard scheint auch so langsam mal nachzulassen. Okay. Wie viel ist da drin? 405, naja, das kriegst du easy drauf. So. Hätte man mal alles verspissen. Jetzt gehen wir erstmal ins Bett. Kriegst, ja, 9 Stunden. Dann ist es 9 Uhr morgens. Na gut, machen wir 10. So, die Laterne brauchst du jetzt nicht. So, hallo Blizzard. Ist natürlich klar, dass wir auf gar keinen Fall jetzt mehr anderes bekommen, weil, also ganz ehrlich, wer jetzt hier länger als eine Woche ist, also bitte. So, das ist alles fertig, sehr schön. Dann kommt das alles runter, da haben wir nichts reingetan, das kommt alles. Ja, ich weiß schon. So, altes Wasser mal oben natürlich. Erstmal zumindest. So, machen wir erstmal 3 Liter rein. Wie viel hast du frei? 16, 48, also 900. Ja, eigentlich müsstest du. Das sind alles Kilos, oder? Ja. Müsste eigentlich funktionieren. Nee. Bitte nicht die 30 Gramm. Okay. Nein, das brauchen wir. Komm, das nimmst du wieder mit. Nee, das machen wir mit der Hand. Ja. Jetzt hast du wieder rote Finger, Mensch.
Gut, das war's. Okay. Oh, achso, du hast es rausgelegt. Achso, welches Stück war das jetzt? Na verdammt. Muss ich jetzt echt wieder alles aufnehmen? Oh nein, jetzt das Wasser alle. Was ist denn hier drin? So interessante Sachen, echt? Warte mal. Das kommt mal rein. Ja, es ist drinnen dann doch ein Hauch leicht, leiserer. Ja, du hast recht. Okay, dann kommen die Kleidungsstücke mal hier rein. So. Genau. Ah ja, das Kaninchenfell muss auch noch raus. Lass ich jetzt auch erstmal hier oben trocknen. Wir gehen mal... Ja, wir gehen in den Keller. Hier unten ist es nicht ganz so laut. Es ist ja furchtbar. Nicht ganz so laut, genau. So, dann lass mich mal durch die Fackeln schauen. Dann zerlege ich mal. Okay, alles klar. So. Gewicht ist wieder halbwegs im grünen Bereich, wobei halbwegs nur ist. Okay, wieso ist es nur halbwegs? Wahrscheinlich, weil wir jetzt so viel Zeug haben. Okay. Wir haben noch nichts davon abgeschlossen. Okay. Ja, dann lernst du mal eine Stunde hier drauf. Irgendwann muss der Blizzard ja auch mal durch sein. Könnte sein, dass es jetzt ist. 7. Tag, 4. Blizzard. Das ist jetzt, zählt das noch als 4? Oder ist das, hat er jetzt schon auf 5 geschaltet? Nö. Hm. Sehr merkwürdig. Okay. Sei es wie sei, die Stöcke kommen natürlich wieder raus. Achso, ich brauche natürlich eigentlich nicht die ganzen Bücher mitnehmen. Wir nehmen ja nur ein Buch mit. Dann bleibt das Schneiderbuch da. Und Streichhölzer, ja. Das ist dann doch ein bisschen viel. Hallo? Achso, ja. Ich zeige gleich mehr. Sekunde. Jetzt will ich erstmal konzentrierter hier durchgehen und gucken, ob ich da irgendwas... Achso, ich wollte das mal mit dem... Mit dem Kaffee probieren, habe ich jetzt vergessen. Oder Tee. Nee, Kaffee. Wie viel geht denn da eigentlich rein? Steht das drauf? Leer. Okay, leer und kalt. Na gut, das ist ja auch eine Aussage. Okay. So, lass mal überlegen. Wir waren in die Richtung, also das ist Turm. Lange Kurve. Three Strikes. Ja, eigentlich müssten wir da hinten weitermachen. Dann lass uns mal, ja, lass uns mal Richtung Absturzstelle gehen. Echt? Nein. Muss ja nicht so umständlich das Gewehr rausknöppeln. Ja, ich hab just gerade jetzt, kurz bevor ich anfangen mit aufnehmen, habe ich eine Mail bekommen. Ich habe jetzt gedacht, hä? Den Nachnamen kannte ich lustigerweise aber aus einer ganz anderen Geschichte. Ich dachte, es hing damit zusammen, war aber was anderes. Und zwar... hat sich einer vom Zeppelin-Museum in Friedrichshafen gemeldet, im Bodensee. Die machen wohl in einer... warte mal kurz. Halt, Sekunde. So, ja, genau. Ich habe, genau, der hat halt, die machen wohl irgendwie so eine Sektion, so eine Teil Sonderausstellung, wo sie Zeppeline in... im Gaming sozusagen vorführen wollen, also wo sie halt, also wo sie das Thema halt ansprechen. Und wie jeder weiß ja, in Fallout 4 gibt es ja die Pritwin als Zeppelin. Und ja, da hat er halt, es gibt halt eine Folge aus der ersten Staffel von Fallout 4, das ist die 84. Die heißt halt klassischerweise auch die Pritwin. Die hat er da halt angeschrieben, hat halt gemeint, ob es okay wäre, wenn sie da halt das Video, also Ausschnitte aus dem Video halt verwenden würden für halt das Thema, ja, Zeppeline im Gaming-Bereich und dann halt natürlich Knobi-Tobi erwähnen, das ist klar. Habe ich natürlich zugesagt, aber das fand ich echt cool. Ist natürlich jetzt von Berlin aus schon ein Stückchen weg. Ist, glaube ich, auch noch ein bisschen hin, wenn mich nicht alles täuscht. Muss ich gerade mal die Mail raussuchen. Mail. Düt, 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 düt.
Ja, 17. Mai. Also das ist noch ein bisschen hin sozusagen. Aber interessant. Also wer da in der Nähe ist, wohnt oder zufälligerweise dort Urlaub macht. Ja, hallo Wolf, ich sehe dich. Thema Wolf muss ich auch nochmal ansprechen, aber das ist was anderes. Ja, da drüben ist, das ist nicht die Brücke zu Three Strikes, aber das ist eine. Die sind mal nicht gelaufen. Ja, und da bereiten sie wohl was vor. Naja, da bin ich immer gespannt. Weiß nicht, 17. Mai. Also mir kommt das Datum natürlich extrem bekannt vor. Das ist halt der norwegische Nationalfeiertag. Ja. Die Klette. Brauchen wir die? Ja, wir nehmen die mit. Ich sag nur Interlauber. Mhm. Den muss ich noch aufnehmen. Das ist echt ein Spaß. Okay, alles klar. Gut. Holz. Weil wir gehen jetzt natürlich zur Absturzstelle und wer jeder weiß, wenn man bei der Absturzstelle ist, gibt's Blizzard. Wir hatten zwar gerade erst einen, aber das Spiel lässt sich da wahrscheinlich nichts nehmen. Naja, das funktioniert in der Theorie schon. In der Theorie. Okay, sonst sicher nichts. Okay, kommst du wieder raus? Ja, irgendwie schon. Ja, das Thema Wölfe. Aus einem ganz anderen Thema eigentlich. Und zwar, ich habe mich am Interloper ein bisschen... Ja, ein bisschen amüsiert, lustig gemacht über das Thema Angeln. Weil das ja, seitdem die Herrschaften bei Hinterland das umgebaut haben, eigentlich... ich sag's mal, mit der Schnur obsolet geworden ist. Also, außer man ist vielleicht auf Level 5, aber ja. Und zwar hat der Ralf mir freundlicherweise, den Kanal kann ich überhaupt nicht tatsächlich, ich verlinke den aber mal. Also wer Englisch kann, weiß nicht, wie es mit Untertiteln da funktioniert, keine Ahnung. Er ist selber auch nicht nativer Englischsprachiger, also es hat auch einen Akzent. Aber ich denke mal, aus dem Sinn kann man das alles verstehen. Er hat sehr viele interessante Videos. Ist ja auch so ein kleiner Zahlen-Nerd, was The Long Dark betrifft. Und ich weiß nicht, wie viel Energie er da teilweise in die Videos steckt. Aber das ist, es hört auf den Schneien. Das ist schon sehr erstaunlich, was der da an Erkenntnissen rausgewinnt. Und zwar, die Leiche, die schwebende. So da. Sonst keine Federn. Na gut, es hat ja auch geblizzardet, das macht ja dann auch Sinn. Genau. Und ja, zum Thema Angeln erstmal. Ich habe mir das Video natürlich angeschaut, auch zweimal schon inzwischen. Um das halt auch wirklich zu verstehen, was er da sagt, beziehungsweise die Erkenntnisse, die er da gewinnt. Und es gibt ja die verschiedenen Fischsorten. Und man hat ja selber auch schon ein bisschen festgestellt, dass die ja nicht alle gleichmäßig spawnen. Also es gibt Fische, die spawnen häufiger und dann gibt es Fische, die kommen irgendwie total selten. Und tatsächlich gibt es eine Reihenfolge sozusagen. Ja, eine Häufigkeitsreihenfolge. Ah ja. Oh, da kommt der Wind dazu. Da wird es auch ein bisschen frisch. Kommen wir eigentlich hier raus? Eigentlich nicht, oder? Nee, sieht nicht so aus. Ja, nee. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal in die Höhle. Da will ich erstmal das ganze Holz deponieren. Ja, und die Chancen sind halt, die Fangchancen sind relativ niedrig. Lustigerweise sind sie im Interloper aber noch niedriger. Also die sind für alle Standard Höhle am Aschgrat. Für alle Standard, warte mal, wo machen wir das am geschicktesten hin? Vielleicht hier so. Okay, 20 Stöcke, ein Altholz. Ins Hunder habe ich jetzt nicht wirklich was dabei. Ich habe jetzt eigentlich sonst sowieso nichts dabei, was ich hier lassen würde. Okay. Mal gucken, ob hier hinten was liegt. Ja, die Chancen sind deutlich, also sind geringer als vorher, was die Fangquote betrifft. Und es gibt Mindestangeldauern. Du brauchst im Interloper zum Beispiel eine größere Mindestdauer zum Fischen. Darunter brauchst du es gar nicht zu probieren. Ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr auswendig, weil es wirklich, es ist eine Unmenge an, ein Hirsch ist hier. Eine Unmenge an 21 Holzkohle. Ich glaube, ich weiß so langsam, wo das Gewicht herkommt. Ah, du hast den Hirsch, sehr schön.
Unmenge an Zahlen. Das kann man sich selbst, ich sag mal, du brauchst 5 Anläufe und dann hast du so ein Gefühl dafür. Naja. Und es gibt ja, ach Gott, wie heißt denn das hier bei auf Deutsch? Also im Englischen heißt es ja Lure und Bait. Lure ist halt dieses, was du dir bastelst, und Bait ist der zerschnittene Fisch, der übrigens tatsächlich eine Köderfunktion hat. Die ist zwar extrem gering, aber der hat das auch in dem Video demonstriert. Ne? Da muss doch jemand liegen. Da wird ja wohl kaum wegen dem Baum sein. Ah ja, hier. Ah ja. Wahrscheinlich nützlich, genau. Ja, und es ist so, wenn du die Lure verwendest, also das, was du bastelst, dann erhöhst du lustigerweise die Mindestangeldauer, aber du erhöhst auch gleichzeitig die Chancen für seltenere Fische. Das fand ich sehr interessant. Das hat nichts mit der Erfolgsquote zu tun. Also der generellen Erfolgsquote, beziehungsweise das Reißen der Schnur und der generellen Erfolgsquote. Wobei, das könnte sogar sein, dass die Erfolgsquote tatsächlich steigt. Aber das Reißen der Schnur beeinträchtigt das nicht. Das Reißen der Schnur ist immer dasselbe. Oh ja, geil. Oh, Hammer. Die hochwertigste Kleidung im Spiel. Gut. Und da haben wir hier nichts. Auch keine Fächer oder so? Nö. Und, ja, was die Bait macht, also der zerschnittene Fisch, das sind 2. Dann sind wir beide leer. Ist einfach, der erhöht. Also die Fische haben, das muss ich erstmal ausholen, die Fische haben alle eine Mindest- und eine Maximalgewicht. Je nach Art gibt es halt ein definiertes Mindestgewicht und ein definiertes Maximalgewicht. Und was die Bait macht, also dieser zerschnittene Fisch, ist die Mindestmenge der Fische zu erhöhen. Das heißt, die Fische werden größer. Ja, auch das beeinträchtigt nicht das Reißen der Schnur. Das hatte ich am Interloper gehabt, was mich also ein bisschen angekotzt hat. Warte mal, ich muss mal gerade gucken, ob ich an dem Koffer da oben war. Dass ja 2-mal in Folge das Angelzeug gerissen ist. Eine Jeans, naja gut. Es waren 8% Chance Reißen der Schnur. Das heißt insgesamt, dass das überhaupt mal passiert ist, 0,64%. Extrem gering, ist aber passiert. Naja, neue Nähzeug, das ist natürlich super. Und nur weil es ja eine geringe Chance ist, heißt ja nicht, dass es nie passiert. Das ist halt nur sehr unwahrscheinlich. So. Auch nichts. Auch nichts, Gott. Lebt vielleicht ein Kaugummi irgendwo? So. Ja, und das im Prinzip ist es so, dass du halt eigentlich besser beraten bist, du nimmst den Angelmarker. Oh, sehr schön, eine Wollunterhose, die kann man sogar anziehen. Das erste Kleidungsstück, was wir benutzen können. Ja, da sind Spuren, okay, da muss ich da nicht hin. So, da waren wir jetzt schon, genau. Ja, das ist auch mehr oder weniger Schrott. Sag ich ja. Naja. Ja, und also du verwendest besser den Angelmarker und du solltest eigentlich nicht nur einen verwenden, sondern je nach Location 4 bis 6. Und mehr als 6 geht lustigerweise auch gar nicht. Keine Federn, okay. Und jetzt kommt das Futter. Sagt sie gar nicht. Sehr gut, sie ist satt. Und nicht noch mehr zu essen. Warte mal. Da ist ja auch Futter. Nur vegetarisch. So. Chirps. Okay. Warte. Da müssen wir ein bisschen ausholen. Ja, also mehrere Angelmarker gleichzeitig und auch aktiv sozusagen. Okay. Warte, wie viel Vitamin haben die? C, Mittel. Oh ja, das ist ja nicht schlecht.
Ja, also nicht passiv dann einfach hinstellen und weggehen, sondern tatsächlich aktiv. Das heißt, sich daneben setzen und halt permanent darauf achten, dass die nicht einfrieren. Man erstmal nur eine Seite, das ist einfacher, sich zu merken. Das hat man genau. Ja, okay. Polaroid. Das sehe ich jeden Tag bei der Arbeit. Ich höre den Wetterdienst und etwas Musik. Wenn ich die Gelegenheit dazu habe, wer braucht das Festland schon? Es. Schneehuhnnest. Das haben wir an. Na, guck mal, noch was zu lernen. Ja, das ist tatsächlich dann auch die effektivste Art zu angeln. Also gar nicht mehr mit Angelzeug. Das heißt, der Skill ist tatsächlich mit der aktuellen Implementierung sinnfrei. Leider. Also es ist effektiver sozusagen. Natürlich jetzt klar, im Interloper kannst du es jetzt nicht unbedingt machen. Ja, noch einmal. Naja, das haben wir ja auch alles an. Also die Jacke zumindest. Viele Schals. Gut. Das war erstmal der Bereich. Ja, jetzt muss mir die Kleidung erstmal wieder ablegen. War lustigerweise gar nicht so viel zu essen. Nee. Ja, und dementsprechend, setzt dich halt also in eine Eisfischerhütte und machst dann davor einfach die 4 bis 6 Löcher. Steckst du die Angelmarker rein und sorgst die. Ah ja, hier ist noch Futter. Sehr schön. Halt. Sagst auch was zu Hähnchen? Nö. Ich glaube, sie isst das nicht so gern. Okay. Ja, das lasse ich jetzt auch hier. Ja, der Tag ist auch bald rum. Ja, du kümmerst dich halt die ganze Zeit um die Angelmarker und wenn du was halt anstößt, nimmst du gleich raus und sorgst halt die ganze Zeit dafür, dass die halt eisfrei bleiben, weil dann fangen die auch nicht an zu leiten. Da gibt es halt eine ganze Kolonne an Zahlen, die man sich da merken kann zum Thema Angeln. Und der hat das halt so durchgerechnet, dass er wirklich gesagt hat, nimm einfach die Angelmarker blank, ohne Bait, ohne Lure. So wie sie halt sind und fertig. Das ist die effektivste Art zu angeln. Er hat gemeint, da kannst du im Prinzip bis zu 50.000 Kalorien pro Tag aus dem Meer holen. Was natürlich üppig ist. So. Kleidung. Okay, ein Kleidungsstück haben wir gewonnen. Das können wir mal gucken, ob wir das repariert bekommen. 50%. Dann gucken wir noch bei 3 Strikes vorbei. Sehr schön. So, das heißt, wir haben jetzt 19,6 Grad. Das ist schon mal üppig. Ah, der Sturm hat auch aufgehört. Gib mir mal lieber Bogen. Wenn wir jetzt zu 3 Strikes gehen, dann möchte ich natürlich eher Jagd machen als doch. Als nur verscheuchen. So. Dann schauen wir mal. Man ist hier selten allein. Ah, da vorne. Ja. Skeeters Abhang. Ja, da drüben. Ja, das sind sie zu zweit. Echt? Hast du drunter geschossen? Ja. Siehst du durch. Okay, alles klar. Wolfsbiss. Wartet freundlich. Okay, danke. Wieso hast du drunter geschossen? Achso, weil du es nicht mehr ausgehalten hast. Okay. Verstauchtes Handgelenk. Na gut.
gotta stop that mud loss. Ja, ja, wir sind schon dabei, wir sind schon dabei. So, naja, den ersten hat es schon erledigt, sehr schön. Der andere ist irgendwo hingerannt. So, das müsste jetzt eigentlich gewesen sein. Achso, die Schmerzen, ja natürlich. Die brauchen jetzt wieder ein halbes Jahr. Noch mehr Kleidung. Jetzt darfst du den Revolver zücken. Und beziehungsweise noch mehr Stöcke nehmen. Okay. Ich sag ja, man ist hier selten allein. So, da haben wir noch wenigstens noch ein kleines Souvenir. Die doppelten Schmerzen. Wie lang waren die? 79 und 35 Stunden. Okay, der eine hat mehr zugebissen. So, Wölfchen. 4 Kilo. Echt, das ist das Schnellste. Komm, raus damit. Sollen wir die Därme schon rausholen? Wir holen hier nur noch das Fell. Ja, das machen wir auch mit der Hand. Rupf. Rupf, rupf, rupf. Reicht. Es wird ja auch schon abends inzwischen. Wieso schleichst du eigentlich nur noch? Hä? Wieso schleichst du auf einmal? Nö. Interessiert dich nicht, okay. Leck mich im Arsch mit deinen scheiß Bohnen. Okay. Ja, und der dieses Video gemacht hat von so diesen Fischen, Bash Rope nennt er sich. Wie schon gesagt, den Kanal verlinke ich euch mal in der Beschreibung. Medizinkästchen. Der hat wirklich vieles thematisiert. Ja, der Verband, das ist gut. Dass es den hier gibt, weil den brauchst du ja hier auch. So, war jetzt der Keller. So viele Krähen, das ist echt schwierig, hier das alles zu orten. So, ah, da ist der Keller. So, noch ein Altholz. Ah, ich sehe nichts. Idyllischer Keller. Guck mal, die Handschuhe findest du hier echt häufig. Tomato. Tomato. Viel Dosenfutter auf jeden Fall. Nur Wasser, das spart dann das Kochen. Also Reinigungstabletten, dann spart man sich noch mehr Schmerztabletten, sehr schön. Ach, noch ein Brecheisen. Und ein Schusswaffenputzset. Gut, haben wir jetzt gar nicht verwendet, da ist noch ein Stoff. Ach, viel Stoff, okay. So nach dem Motto, das wirst du brauchen. Und das Holz natürlich. Kannst du gleich noch langsamer laufen. Ja, ja, ja. Oh ja, diese karierten Hemden. So, das war der Keller. Wieder viel Sachen abgeworfen. Oh, dann trollen wir uns mal wieder. Ja, ja, wir gehen natürlich raus. Och, aber komm, alle eine mit Weile. Schwingt das Wetter gleich um. Sollen wir dir was zu essen geben? Ja, Hundefutter. Achso, du hast ja noch gar nicht Level. Ja, ist jetzt egal. Wir essen das jetzt einfach fertig. Wen interessiert's? Wir sind einfach ein Stückchen leichter. Er hat also die ganzen, hat sowohl die Giftwölfe thematisiert, wobei ich finde, da hat er ein Thema außer Acht gelassen. Nämlich, jetzt hast du ihm wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, dass wenn du dich da selber in die Giftsuppe begibst, dass du da halt von denen verschont wirst. Wie man mit Timberwölfen umgeht, wie man mit normalen Wölfen umgeht, also wie man sie tötet und wie man sie ihnen aus dem Weg geht sozusagen. Sehr interessant auf jeden Fall. Dann hat er ein Video, wo er 400 flammengehärtete Pfeile hat.
und damit halt einen Bären jagt, um zu versuchen herauszufinden, ob der Bär irgendeinen Schaden nimmt. Ja. Ja, also im Prinzip, er hat das auch mit Wölfen probiert. Im Prinzip kannst du mit diesen flammengehärteten Pfeilen nur Schneehühner und Kaninchen erfolgreich jagen. Wenn du da anderes, also Wölfe kannst du damit verscheuchen. Das funktioniert tatsächlich. Also du kannst aus großer Entfernung einem Wolf sozusagen einfach irgendwie so einen flammengehärteten Pfeil vorbeischießen. Dann haut er ab, solange er halt noch nicht in Angriffsstimmung ist. Solche Geschichten halt. Oder dass man halt zum Beispiel ein Wolfsrudel, also ein Timberwolfsrudel am besten klein mit Stein klein klopft, also dass man sich halt dann irgendwie auf einer Stelle positioniert, wo sie nicht rankommen, aber die sind dann immer noch in Angriffsmodus, lustigerweise. Und du sie halt einfach ständig mit Steinen beschmeißt. Weil jedes Mal verkürzt sich halt der Balken um so ein kleines Teil, wenn du sie halt triffst, und bist du ja halt komplett abgebaut. Das haben sie keinen Bock mehr. Ja, das ist schon lustig. Also es sind wirklich sehr viele, sehr interessante Sachen. Ich habe mir nicht alle Videos angeschaut. Zum Beispiel nicht diese ganzen Sachen, wo halt, er hat etliche Videos, wo halt Dinge liegen. Also zum Beispiel, wo diese ganzen Thermoskannen liegen oder alle Variationen von Revolvern, Gewehren etc. Also da, das jetzt nicht unbedingt. Es gibt auch ein Video zum Beispiel mit garantierten und wahrscheinlichen Spawnpunkten von Streichhölzern im Interloper. Ist auch sehr interessant. Das habe ich mir zwar angeguckt, aber ich habe es natürlich alles vergessen. Ja, das sich alles zu merken, ich weiß auch nicht. Das ist halt schon, das ist extrem viel Information. So. Die Höhle am Aschgrat. Ja, es ist wieder Abend. Wir haben wieder rohes Fleisch. Wir kochen wieder. Ich weiß, ich habe jetzt nicht mitbekommen, wo der andere Wolf hin ist, aber der ist wahrscheinlich sonst wo. Ja, noch nicht. Noch nicht, meine Gute, noch nicht. So, wir müssen erstmal den Punkt erreichen, wo. Mich hier drin. Ja, das könnte sein. Wir den Wolf loswerden können. So. Genau, das ist die ganze Kleidung hier. Ja, das ist die Wollmütze. Ich dachte, das ist eine Kohle. Wir haben doch noch was, genau. Das Shirt. Noch so mal Handschuhe und Schuhe. Selber. Muss bald irgendwann mal zerlegen. So, dann würde ich sagen, lass uns mal ein Feuerchen starten. Also wieder Fackel raus. Genau, die normalen Streichhölzer haben wir jetzt gar nicht dabei. Und dann, nee. Wieso kannst du nicht mit dem Stock? Hallo? Doch, kannst du doch. Komm, ich habe keinen Bock drauf. Das spart ja auch Gewicht. Weiter so. So, haust auch eine Zweder drauf. Ja, wir sollen das Fleisch auch mal rauswerfen. Ich sehe, was fehlt. Topf und Dose. Okay, das braucht jetzt eine Stunde. Okay, also sind wir hier noch ein paar Stunden beschäftigt. Okay, dann kann. Achso, ja, das geht ja von hier aus nicht. Nein, das geht auch von hier aus nicht. Das geht Klette zubereiten. 15 Minuten. Und ansonsten gucken wir mal, dass wir uns um die Kleidung kümmern. Da kann man nämlich ein bisschen was zerlegen. Beziehungsweise, was hat er? Gehen wir unter Inventar. Was sagt denn der Zustand? Was geht eigentlich noch? Achso, hier haben wir schon was zum Zerlegen. 10 Minuten. Ja, das wirst du jetzt dadurch nicht wirklich leichter. Den Rest haben wir aber an, oder? Ja, nicht, dass ich da was zerlege. Gib mir einfach mal ja. Ein paar interessante Sachen. Und interessant in Anführungsstrichen, das ist ja nur zum Zerlegen interessant. So, 35 Minuten, das Feuer geht noch lange genug, alles klar. Ja, den Wollschwolben weiß ich jetzt nicht, komm weg damit.
wir werden jetzt auch nicht alles zerlegt bekommen, aber dass ich es zumindest mal gesehen habe. Das sind 20, ne, sind auch 10 Minuten. Ja, Prozent holen wir noch heute Nacht wieder, das ist kein Problem. Beziehungsweise, wenn du den Sattbonus hältst, sowieso. Dann bin ich auch froh, dass wir dich nicht ausschlafen lassen haben, weil dann haben wir wenigstens... So, das Fleisch ist fertig. Dann haben wir wenigstens nicht zu viel, zu wenig Schlafbedarf. So, 48 Minuten, 1 Stunde 9. Na, dann schauen wir mal. Ja, die Handschuhe. Also ich zerlege mal ein paar. Ich denke, das ganz so viele brauchst du ja nicht unbedingt. Und wir werden wahrscheinlich sowieso oder früher oder später hier auf die besseren stoßen. 45 Minuten. Ich sollte mal auch wieder die Sortierung auf A bis Z wechseln. Ist ja dann doch leichter zu sehen. So, danach gucken wir mal, was hier Feuer sagt. 16,35, ja, das funktioniert nicht. Okay. Gucken, ob das funktioniert. Das ist eine Daunenweste, okay. Ja, ich lasse den Rest auch hier oben dann liegen. Also ich schleppe das jetzt nicht alles, das waren die 45 Minuten, genau. Es geht noch schnell. Der Schal. Das wird wahrscheinlich gerade nicht reichen, schätze ich mal. Gut, es soll jetzt nicht an einem Stock scheitern. Okay. Dann, ja, dann bleibt der Rest hier. Also, ein Wolf kommt rein. Und ja, ich müsste nochmal die Skills schauen. Wie ist da... Wieso nicht? Kadaver, ist immer noch auf 1 kochen, halbwegs halbe Hälfte zu 2 flicken. Naja, wie auch immer. Wir schlafen jetzt. Die Wärme nehmen wir erst, ignorieren wir erstmal. Wir schlafen mal... Schlaf erst mal 5 Stunden. Ist noch warm genug. Okay, alles klar. Wolfsbiss. Ja, ich denke, dann können wir uns auch ausschlafen. Das müsste eigentlich funktionieren, meiner Meinung nach. Weißt du was? Wir gehen auf Nummer sicher. Wir nehmen unseren Schlafsack. Die paar Stunden, das sollte man auf jeden Fall. Ja, es ist, hat sich tatsächlich abgenutzt. Haben wir den Schlafsack schon mal benutzt bisher? Ich dachte ja nicht. Na gut, sei es wie es sei, in der nächsten Folge geht es wieder weiter. Wir hatten jetzt lustigerweise gar keinen Blizzard. Aber wir sind immer noch auf 4, oder? Ne, wir sind jetzt auf 5. Okay. Hat anscheinend noch ein bisschen gedauert. Anscheinend muss der Schneefall aufhören, oder wie? Das müsste ich mal beobachten, ab wann der dann zählt. Aber wir haben jetzt tatsächlich 5 Blizzard, okay. Ist eine üppige Quote. Wir waren mal auf extrem wenig, inzwischen sind wir wieder auf relativ viel. Genau, wir werden hier noch die ganze Kleidung ablegen. Achso, ja, wir können uns mal die Skillpunkte holen. ich müsste noch aufschreiben. Ja, es gibt wieder Umlaute, dazu zeige ich euch in der nächsten Folge. Genau. Ich würde gerne das erstmal hier als Basis weiterverwenden. Und zwar, ja, okay, Center funktioniert ja nicht. Wir sind jetzt hier, genau. Hier ein Stück zurück und hier ein Stück in die Richtung. Hier irgendwo sind wir ja runtergekommen, wir sind ja aus dem Wolfsberg gekommen. Da könnte man nochmal die ganzen Spinde und so öffnen und Autos öffnen. Da war ja doch einiges zu öffnen. War da nicht sogar eines, wo irgendwas noch drin war? War das nicht hier? Genau, bevor es dann weitergeht an die Rundreise, dann Richtung Kreuzung, wo wir noch nicht gezeichnet haben, lustigerweise. Doch, aber das ist noch ein Stück zu laufen, tatsächlich. Also es ist relativ weit, aber gut. Eins nach dem anderen. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns, macht's gut. Ciao.